Atomwaffe schafft 10 Sekunden bis zur Detonation. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Und neben mir steht, ich bin mir nicht sicher, aber der Klon, der nickt die ganze Zeit. Hallo Manu! Hä? Hier steht dein Klon direkt neben mir. Ja, und er nickt die ganze Zeit so komisch. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Guten Tag. Ist immer noch mit Dena verheiratet. Manu, was machst du da unten schon wieder? Ich mach gar nichts. Ich quäl meine Kinder nicht. Warte, ist hier. Oh, du hast sogar abgeschlossen? Hier kommt man gar nicht mehr rein. Weil die fliehen wollten. Ja, aber da ist auch noch mein Sohn. Ja, stimmt. Ja, ist mir doch egal. Manu hat eben panisch. Hier oben laufen die auch rum. Hier ist Brisa. Hol die mal runter. Ach, kannst du gar nicht, ne? Ach, die ist sogar. Das ist ein Kind von P. Dizzle. Und bitte nicht Igitt L. Jackson. Und Elise ist das Kind von Damien. Keine Ahnung, wer Damien ist. Das ist aber nicht Damien. So, meine Damen und Herren, ich wollte euch ganz kurz mal hier direkt am Anfang auf den neuesten Stand bringen. Oh. Als ob. Du bist schon schwanger? Als ob. Als ob, Willi. Das kann ja nicht wahr sein. Die ist schon direkt schwanger. Bei uns im Dorf. Geht so schnell. Hier alles vorne. Noten. Also von dieser Aussage distanziere ich mich. Ich habe hier. What the heck? Manu, deine komische Statue ist nicht mehr Manu. Die ist jetzt irgendwie so ein anderer Willi. Der Minecraft-Steve. Was machst du denn auch? Ich war das nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Nee, da muss ich mich mal ein bisschen informieren. Ich habe hier auch offscreen zumindest ein wenig an der Ruhmeshalle gebastelt. Also hier muss auf jeden Fall noch wesentlich mehr ausgehöhlt werden. Und dann können hier die verschiedensten Statuen ihre Heimat bekommen. Und ja, Manu, dir geht's ansonsten ganz gut, ne? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Was ist hier mit den ganzen Wachen los? Und ist jetzt eigentlich. Ich weiß nicht. Oh, Manu, Zaruts Bote. Mit. Ach, komm doch auch mal. Einem Brusthaartoupee. Der hat hier irgendwie. Hier links und rechts neben seinen Nippeln ist irgendwie so ein bisschen ein Büschel Haare. Hallo, Lukas. Xaroth ist bereit für die Übergabe. Trefft ihn in Timbal. Alright, Alter, versteht Bro. Der nicht, dass ich gerade keine Zeit habe? Manu, du musst dir die Zeit nehmen. Das Problem ist gelöst. Ja, aber du, also du verstehst ja schon, dass ich gerade erstmal meine Kinder wegsperren muss, ne? Okay, ist ja kein Problem. Dann hol ich Kleopatra aus dem Gefängnis. Werde mal ganz kurz Lady planen. Lass sie da. Hä? Hier ist Alex, die Wache. Mit wem bist du denn verheiratet? Wehe, mit einem meiner Kinder. Ohne Witz. Nee, mit Sade. Okidoki, alles gut. Ich wollte schon gerade sagen, weil wenn einer dieser Wachen meine Kinder auch nur ansatzweise anguckt, dann gibt's hier aber Baggenfutter. Also ich glaube, ich wäre ein echt komischer Vater, weil wenn ich eine Tochter habe, dann kommt die, ne? Die wird nix hier mit 15 schon irgendwelche Jungs daten. Warum mit nicht? Mit 40 vielleicht. So langsam. Ja. Darf die da mal irgendwie. Nee, ach Gott, wir wissen doch beide, Manu, wie die Jungs sind. Wir waren doch selber mal jung. Nee, das sind alles, ihr wisst schon. Schweine. Na, das ist ja was Positives, das weißt du doch, Manu. So, ich habe wieder ein Mädchen. Diesmal, die nenne ich, mache jetzt mal einen zufälligen Namen. Marisa ist schöner Name. Yvette, Mavis, Elena, Rose. Wie bei Titanic. Oh. Perfekt. So, dann werde ich jetzt mal hier. Wer bist du denn? So, meine Kinder sind eingesperrt. Perfekt. Das ja, finde ich auch gut. Also, das ist wirklich nicht schlecht. So, Kleopatra, dann komm mal hier raus. Oh, wer hat denn hier das Gefängnis offen gelassen? Bitte nicht Igitt L. Jackson hat. Hier ist das Kind von Bitte nicht Igitt L. Jackson und P. Dizzle. Ich weiß, die habe ich auch schon gesehen. Ach ja, sie ist ja verheiratet. So, folge mir. Okidoki, Manu. Also, wir werden das. Kommst du mit, Kleopatra? Wir werden das folgendermaßen machen, Manu. Du hältst dich im Hintergrund mit Kleopatra. Okay. Falls da irgendwas schief läuft, behältst du die, weißt du? Und wenn ich dann sage, Manu, das Codewort ist Bananarama. Wenn ich sage Bananarama, dann kannst du vorbeikommen und. Nee, nicht töten. Dann kommst du und dann können wir tauschen sozusagen. Okay. Ich mal hier ganz kurz gucken. Nee, ich möchte mit meinem Kind. Ich muss mal hier, Cameron. Behalte das Kind mal hier irgendwie. Ich packe das hier in die Kiste. Und dann gucken wir mal. So, wo ist eigentlich mein treues Ross? Hier,
Sag Alter, mal, ist das hier voll. Ja, hier ist, aber ist endlich mal Leben in der Bude. Das ist doch schön. Guck dir mal an, dieses, Entschuldigung, dieses Dorf war mal, da stand ein so ein Haus und ein Klo. Und jetzt ist es ein wahres Paradies voller Menschen. So, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wo ist mein Streitross? Wo habe ich das verloren? Das habe ich gegessen. Das hast du gegessen? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte auch... Nee, da vorne ist es! Hey! Zack! Okidoki, Manu. Tschüss. Nee, du kommst mit. Hä? Du versteckst dich im Wald. Ach so. Okay, dann komm mit. Du brauchst ja... Meine brauchen wir ja die ein oder andere Minute. Dann schnapp dir mal einen Chocobock. Ach so. Ja, du kommst auch richtig mit. Okay. Du wirst mich dann aber, ich denke mal, wir müssen dann durch die Minen reisen und du versteckst dich dann in den Minen oder so. Okay. Müssen wir mal gucken. Schieb mich weg. So, los geht's, Leute. Das war der Bote. Ah, ja. Ja. Bob der Baumeister ist also ein Bote. Sieht er bei dir aus wie Bob der Baumeister? Nee. Eigentlich nicht. Der hatte zwar einen Bauhelm auf, aber... Manu und ich haben nämlich verschiedene Texture Packs. Ich habe noch so ein extra NPC-Ding. Ja, eben. Du meintest ja mal irgendwie, die in der Bar sieht total hässlich ekelhaft aus. Genau. Und bei mir war die voll hübsch. Nee, bei mir, die hatte nicht mal mehr irgendwie zwei Zähne. Das war skandalös. Hallo, Kleopatra, ne? Na? Schon oh Gott, Alter, die hegt. So, jetzt schauen wir mal hier. Das ist auch noch ein kleines Chocobo. Ja. Oh Mann, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn, hab ich, oh Gott sei Dank, ich wollte schon gerade sagen, Banani brauche ich auf jeden Fall, wenn das irgendwie, wenn es da Probleme gibt, dann wird Banani einfach alles zerstören. Ohne Hast Witz. Du dein Kind auch dabei? Nee, mein Kind habe ich weggepackt. Oh, mit dem kann schade, ich habe mein Kind mitgenommen. Du hast dein Kind mitgenommen? Ja, hier, guck, auf dem Chocobo. Aber was ist, wenn was passiert? Oh, kurz mal. Ja, dann hat's Pech gehabt. Ich habe ja noch 30 andere. Wie viele hast du eigentlich? Ich habe mal auf Twitter gelesen. Wir sollten mal zählen. Ja, da hat irgendjemand so eine ganz große Auflistung gemacht. Das ist ja, echt richtig nice, was die Leute da teilweise alles zaubern. Generell so Fanarts und so. Ich bin echt immer begeistert, wie talentiert die Leute sind. Ich habe euch ja schon oftmals gesagt und auch, glaube ich, in einem relativ alten Video gezeigt, dass ich nicht mal einen Kreis malen kann, geschweige denn, ich glaube, einmal habe ich in einem Video Edgar gemalt, der sah aus wie, ja, wie... Edgar. Ja, wie, einfach wie hingeschissen. Ich kann auch einfach nicht malen. Ich habe in Kunst tatsächlich es mal geschafft, eine 4- zu bekommen. Eine 4- in Kunst. Das muss man sich mal reinziehen. Eigentlich das lag dann im Lehrer, oder? Ja, die mochte mich auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch kein Fan von ihr, aber, ja, hab sie dann verführt. Oh. Ah, dann hast du eine 1 gekriegt. Da habe ich eine 1 mit Sternchen und mit Smiley. Ach, die war schon eine smarte Maid, ey. Aber dann gab es ein paar Probleme, dann musste sie die Schule verlassen. Oh, da ist auch noch ein Pferdchen. So, dann sind wir dann endlich mal da hier. Das ist ja eine halbe Weltreise. Kannst mich doch. Ich hätte mir mal mein anderes Chocobo. Ich bin einfach so ein Pferdefreund. Weißt du, das Pferd hat einfach Stil. Und hier ruggelt's. Da muss die Welt noch nachgeladen werden. Oh, guck mal. Mehr Pferde. Noch mehr Pferde. Ja. Ah, da ist die Mine. Ach, die gute alte Mine. Ah, ja. Hier ist mal das eine Pferd mir abhanden gekommen, ey. Ist hier einfach mit der Lore, ist es hier längst geschaffelt. War ich da nicht dabei? Ich weiß nicht, ob du da dabei schon warst. Ne, das war aber eine der ganz, ganz frühen Folgen. Ah, doch. Als wir dann hier waren, haben wir das gesehen. Stimmt, genau. Und das ist dann in die Gegner rein. Irgendwas und deswegen war da liegt da bestimmt noch Leder. Stimmt, weil es dann gerackt wurde. Ja. Ach Mann, ey. Ferdi Mac fährt. Oh. Los? Müssen wir die jetzt angreifen? Nee, ich glaube, da könnten wir einfach... Ah, guck mal, und Kleopatra sagt, hey, good to see you. Läuft auf jeden Fall bei dir, Kleopatra. Die mag uns viel mehr. Einfach durch, mit dem Kopf durch die Wand. Ha! Oh, ich sehe nichts mehr. Heslon hat mich... Au! Ich aber auch scheiße. Knaublind. Aber man kommt hier eigentlich noch ganz gut durch. Oh, lol, da kommt noch was. Oh, oh. Mutierte was? Oh Gott, die mutierte Mizzets. Ich bin vergiftet, aber nicht mehr lang. Hier ist ein Chocobo. Warum ist hier ein Chocobo? Ein schwarzes, krass.
Ich weiß es nicht. Und das hat sogar einen Sattel. Heker. Richtige Heker. So, Manu, am besten wartest du ungefähr, ich würde sagen, ungefähr hier. Hier, warte, und Kleopatra, bleib mal da. Kleopatra, du bist da das hinten. Einzige, was wir haben. Und dann werfe ich einfach, wenn alles gut läuft und du sie bringen sollst, werde ich Banani gut sichtbar in die Luft werfen. Und okay, dann kannst du Kleopatra vorbeibringen. Manu, wünsch mir... Oh, ich will dir keinen Antrag machen. Warum nicht, bitte? Du bist aber verheiratet mit Fragezeichen. Hä? What the heck? Ich weiß nicht, was da los ist. Auch nicht. Okay, Manu. Ja, dann viel Spaß, ne? Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Manu. Okay, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Da vorne sehe ich auf jeden Fall schon seine Wachen. Peace, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da ist ein Schweinchen. Hi. Guten Tag. Xarots Wache. Ah, Timbal, ey. Das wurde so destroyed. Hallo, Xarots Wache. Guten Tag, guten Tag. Müssen wir hier in den Turm? Was ist das denn? Ratzfratz! Ist Ratzfratz nicht ein Pokémon? So, Pferdchen, du bleibst hier unten. Ah, hallo Paluten, da seid ihr ja endlich. Wo sind Claudia und Xarot? Beide befinden sich an der Spitze dieses Turmes. Aber was viel wichtiger ist, wo ist Kleopatra? Kleopatra befindet sich in unmittelbarer Nähe. Alles easy, Bro. Alles, chill mal deine Basis. Wo ist sie? Sie wird sich erst zeigen, wenn ich Claudia habe. Ihr habt mein Wort. Hm, na dann, geh auf die Spitze des Turmes. Da wartet Claudia schon auf dich. Bevor ich es vergesse, hier in der Kiste liegt eine Zange. Du wirst sie benötigen, um Claudias Käfig zu öffnen. Alright, alright. Dann gib mir mal die Zange. Ich snaze nochmal eine gute alte Karotte. Solltest du auch mal machen. Du hast nicht so einen freshen Ton. Sagt man das so? Ich glaube schon. So. Oh, Alter, hier sind noch irgendwelche Wachen. Claudia? Was ist denn hier los? Eine Nuke? Moment mal. Okay, hier komme ich. Atomwaffe scharf. 10 Sekunden bis zur Detonation. Pferdchen. Nein. Oh Gott. Oh Gott.